Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Frisurenwoche. Heute ist der dritte Tag der Frisurenwoche und falls ihr nicht wisst, was das ist, ich werde euch eigentlich nur jeden Tag eine neue Frisur zaubern, von Freitag bis Freitag und hoffe, dass es euch gefällt. In der heutigen Ausgabe werde ich euch zwei meiner Go-To-Frisuren zeigen. Die eine hatte ich in dem Video der Monatsfavoriten, das werde ich euch hier einmal zeigen. Und die andere trage ich eigentlich so jeden Tag, weil ich sie ganz gern habe und sie einfach bequem ist und mir keine Probleme macht. Ich nehme mir von den vorderen Haaren und von den hinteren Haaren jeweils eine Strähne weg und werde sie in der Mitte zu einem Fischgrätenzopf vereinen. Ich finde, das ist am besten, wenn man von vorne und hinten arbeitet, weil der Fischgrätenzopf dann einfach eine breitere Fläche einnimmt und so meiner Meinung nach noch viel besser hervorkommt. Wenn ich jetzt also fertig damit bin, das so zu flechten, dann fixiere ich das mit einem Haargummi und werde mich daran machen, diese Fischgrätenflechtung einfach ein bisschen aufzulockern. Voilà, die Frisur ist fertig. Genau das gleiche könnt ihr jetzt nochmal auf der anderen Seite machen, falls ihr das möchtet. In diesem Video, woraufhin ich auch angefragt wurde, hatte ich das auf beiden Seiten, aber wie gesagt, ihr könnt euch das aussuchen. Und das ist für mich so eine Alternative, wie ich am zweiten Tag mit meinen Haaren am liebsten umgehe. Die zweite Variante ist genauso einfach und eine meiner Lieblings-Go-To-Frisuren, weil ich weiß, dass ich damit einfach nichts falsch machen kann und sie schnell geht. Ich werde mich dabei einmal für euch umdrehen, damit ihr sehen könnt, wie ich das so mache. Und ja, ich hoffe, dass sie euch gefällt. Diese Frisur ist ein ganz gewöhnlicher Bauernzopf. Das heißt, ich fange mit drei Strähnen an, flechte sie übereinander weg und werde dann bei den nächsten Schritten jeweils an den äußeren Strähnen eine kleine Strähne dazu nehmen. Das ist eigentlich die französische Technik. Falls ihr nicht wisst, wie sie geht, werde ich euch unten mein Back to Basics Video verlinken, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Aber ihr könnt hier eigentlich auch schon ganz gut sehen, wie das so funktioniert. Ich nehme also immer die Strähnen und lege sie übereinander. Diese Frisur könnt ihr auch als Dutch Braid ausführen. Das heißt, ihr legt die Strähnen nicht übereinander, sondern untereinander. Es hat den Effekt, dass die Flechtung in der Mitte ein bisschen höher kommt und ein bisschen präsenter ist. Ich finde das aber so viel schöner, von daher mache ich das einfach so, wie ich es gewohnt bin. Wenn ich am Ende der Flechtung angekommen bin, werde ich sie ganz normal mit einem Haargummi fixieren. Und versuche dann einfach ein paar Strähnen rauszuziehen, alles ein bisschen aufzulockern und werde dann das Ende mit dem Haargummi einfach unter meine Flechtung legen und mit Haarspangen an dem Haaransatz fixieren. Ich hoffe, euch hat dieses Video mit meinen zwei Alltagsfrisuren gefallen. Sie sind wirklich schnell zu machen und ich finde, sie sehen unglaublich gut aus. Und ja, ich würde sagen, das war's von mir und von diesem Video für die heutige Frisurenwoche. Und
Wir sehen uns dann einfach morgen in dem nächsten Video mit meiner nächsten Frisur für euch. Es ist noch nicht zu spät, lasst mir eure Anregungen bei Facebook einfach da und ich würde sagen, vielleicht ist auch eure Frisur das nächste Mal dabei und wir sehen uns dann morgen zahlreich versammelt bei dem nächsten Video einfach. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao.